politisch und bevölkerungspolitisch sehr dynamisch war, als es einen Youth Bulge gab und Europa die Welt erobert und kolonisiert mit Ausnahme Chinas. Die Menschen müssen dort ausfliehen und geht nach Frankfurt am Main. Es ist eben streng genug und landet schließlich in Genf bei Johannes Calvin. Nur William Wallace leistete Widerstand, ein Mann aus dem Volk, tapfer, mutig und sehr beliebt bei den Schotten. Damals wie heute. Aber auch er blieb ohne Erfolg ein Jahr nach seiner Hinrichtung und Vierteilung. In London kamen die Wände. Robert the Bruce riss die schottische Krone an sich und begann den langen Marsch zur Befreiung seines Landes. Eine englische Garnison nach der anderen fiel. Say to a woman, God, you've got big hips. You get a kick in. Yeah? But in those days, you go, God, you've got big hips. You go, oh, thank you very much. He's also Lord right? Lyon, King of Arms, so he's responsible for all the heraldry you see around the castle. He is a master of ceremonies, an organiser of royal occasions. And when I say royal occasions, it seems like coronations, royal funerals, weddings, Christmas, that kind of thing. He acts as a diplomat on behalf of the Scottish court, and then as if he does that, and dropped by the center! Quick! March!